Und wir haben so beide am Handy gezogen und er so nein und ich so nein, gib mir mein Handy. Let's have a good time. Hey ihr Lieben, ja, ich melde mich jetzt auch mal wieder. Ich habe jetzt die letzten Tage gar nicht aufgenommen. Ja, ich hatte eine aufregende Woche, also eine aufregende Drehwoche. Ich habe euch ja erzählt, dass ich, ich darf ja noch nicht sagen, wo ich mitgemacht habe. Und da haben wir komplett die Woche durchgedreht. Also es war wirklich einerseits anstrengend, weil die Drehs waren immer von so circa 9 Uhr morgens bis 20 Uhr. Aber andererseits auch richtig, richtig spannend und witzig. Wir hatten wirklich sehr, sehr viel Spaß. Die Leute vom Set, also vom Team, waren total nett und witzig. Also wir hatten wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ja, sobald ich davon erzählen darf, werde ich das natürlich und ich freue mich schon, euch darüber zu berichten. Ja, Samstag war ich auf der 90er Party. Ich zeige euch mal eben mein Outfit. Das war mein 90er Outfit. Also so sah ich aus. Ich habe mich so ein bisschen wie Nina Hagen gefühlt. Ich zeige euch das mal im Stehen. Genau, so sah mein Rock aus und so weiter. Meine Schuhe. Hat auch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten VIP-Tickets. Der VIP-Bereich fand ich ein bisschen schade. Der war genau gegenüber von der Bühne, also weiter entfernt. Und man hat echt ein Fernglas gebraucht, um die Künstler zu sehen. Also da konnte man sich ein bisschen zurückziehen, man konnte sich Essen holen, man konnte sich Getränke holen und dann aber einfach wieder ins Getümmel schmeißen. Und wir hatten das Glück, dass wir ganz, ganz vorne standen an der Bühne. Und guckt mal, Leute, guckt mal. Also ich habe mich da mit Oli P. angelegt. Also es war auch echt witzig. Zeige ich euch mal. Oli P. hat mein Handy genommen und hat ein Foto gemalt. Also es ist so ein Bewegungsfoto, deswegen seht ihr das so. Eigentlich, also so ein Bewegungsfoto halt, kennt ihr, ne? Wo man auch irgendwie so 3 Minuten aufnimmt. Das war so witzig. Ich sag zu ihm, der war genau vor uns. Ich sag so, warte, Moment, ich hol mein Handy raus, ich will eine Story machen. Und der nimmt mein Handy und zieht an meinem Handy und ich zieh zurück. Ich so, nein, ich will eine Story machen. Und der zieht, der wollte eigentlich nur ein Foto machen. Und ich dachte, der nimmt mir jetzt mein Handy weg. Warum nimmt er denn jetzt mein Handy weg? Ich will doch eine Story machen. Und wir haben so beide am Handy gezogen. Und er so, nein. Und ich so, nein, gib mir mein Handy. Ja, auf jeden Fall hat er dann hier dieses Bild gemacht, weil es sich total süß fand. Ja, wir hatten auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Ich war mit meinen 2 Freundinnen da, mit der Svenja, der Haartante, und mit der Natti. Und ja, wir hatten auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß. Und wir standen direkt vorne an der Bühne, haben alle gesehen, hatten mit allen Augen Kontakt. Ein paar haben wir angefasst, so wie Oli P., ne? Ja, war auf jeden Fall sehr schön. Ja, die nächste 90er-Party ist im Juni in Oberhausen. Also da bin ich auch auf jeden Fall dabei. Holt euch Tickets, das wird schön. Und vor allem ist es da auch schön sonnig, ne? Das ist ja im Freigelände hinter der Arena. Ja, und am Sonntag hatte ich nochmal einen Drehtag. Der ging Gott sei Dank nicht so lange. Danach war ich erstmal fix und fertig. Und da musste ich noch packen und arbeiten musste ich auch noch. Ich habe hier die ganze Woche nicht gearbeitet. Ja, und gestern, Montag, sind wir so um 15 Uhr losgefahren. Das Pikachu, der mischt rein. Jetzt sind wir so um 15 Uhr losgefahren. Wir sind jetzt im Center Parks, wie ihr sehen könnt. Wir sind zum Center Parks Limburgse Peel gefahren. Ich hatte noch so eine Ermäßigung, irgendwie 150 Euro Ermäßigung, weil wir schon zweimal im Center Parks waren, hat man dann nochmal für die dritte Buchung einen Rabatt gekriegt. Aber ich muss sagen, also hier waren wir noch nie. Wir waren im Hitmedal und ich weiß jetzt nicht mehr, wie der andere hieß. Also einmal in Holland und einmal in Belgien waren wir noch. Die waren auf jeden Fall viel, viel besser als hier. Also das war, glaube ich, der günstigste Center Parks. Aber hier fehlt zum Beispiel ein Indoor-Spielplatz, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein cooler Indoor-Spielplatz, wo die Kinder sich auspowern können. Das Schwimmbad finde ich irgendwie zu klein. Da ist auch kein Außen, wie soll ich sagen, wie nennt sich das denn? Wie so eine Wildwasserbahn. Das gab es im anderen, zum Beispiel im Hitmedal, wie so eine Wildwasserbahn. Das war richtig cool. Also das gibt es hier leider nicht.
Was ich hier besser finde, ist auf jeden Fall das Bungalow. Oder der Bungalow. Werde ich euch gleich mal zeigen. Ich zeige euch eine Roomtour. Aber ansonsten würde ich das hier nicht nochmal buchen, weil die anderen so 30 Euro teurer vielleicht sind und für die Kinder mehr zu bieten haben. Also muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, das Aquamundo ist im Het Medaal und im anderen, wo wir waren, auf jeden Fall viel, viel besser als hier. Und auch generell der Park hatte mehr zu bieten als hier. Auch der Streichelzoo, wo wir letztens das letzte Mal waren, da waren auch Hühner und ganz viele Schafe und Ziegen, die du da anfassen konntest. Hier gibt es auch ein Streichelzoo, aber die Hühner waren eingesperrt und irgendwie nur zwei Ziegen draußen. Also da gab es auf jeden Fall viel mehr. Ne? Wie gesagt, also hier würde ich nicht nochmal buchen. Ja, ich zeige euch jetzt mal eine Roomtour. Beziehungsweise, ja, gestern sind wir ja angekommen. Wir waren noch ein bisschen unterwegs, haben gestern nicht viel gemacht. Haben uns ein bisschen hier umgeguckt. Der will doch auch noch ein bisschen gestreichelt werden. Ja, du brauchst doch auch noch ein bisschen Liebe. Und heute waren wir schon schwimmen im Aquamundo. So, ihr Lieben, wir gehen jetzt ins Schwimmbad. Ich habe jetzt hier ein bisschen was Snacks vorbereitet. Tomaten, Trauben, ein paar Würstchen, Äpfel, Gurke. Hier habe ich noch gebrannte Mandeln und Karamellzwieback. Genau, das packe ich jetzt ein. Zu trinken nehmen wir noch Eistee mit und dann geht es gleich ab ins Schwimmbad. Pikachu bleibt hier, der darf er natürlich nicht mit. Kann er hier rausschauen und unser Bungalow bewachen. So, wir waren im Action und im Aldi Nord. So, was haben wir? Das ist Crazy Ribble Chips. Die sind auch für euch. Das ist von Action, ne? Ja. Ja, für die Dein Kinder Essen? Haben wir von Aldi noch so eine Frikanne in so einem Blätterteig geholt. Und von Action hier so Rainbow Tropical. Ganz gesund. So, was haben wir noch? Chips, einmal Bolognese-Chips und einmal Paprika-Chips. Von Krax. Die Paprika-Chips habe ich mir ausgesucht. Das war der Grund des Einkaufs? Ja, eigentlich haben wir löslichen Kaffee gebraucht für Alexander, für Erwin. Alexander wollte Kaffee trinken. Frikandel. Schon gerade gesagt. Ist holländisch. Mit Ketchup. Ja, Pikachu. Haben wir auch was geholt. Wir dachten uns vielleicht auch für draußen zum Werfen und zurückbringen, weil er mag ja gerne Stückchen holen. Ja, schau mal. Hui. Cool, Pikachu. Ja. Ja, bei Action hatten wir das Gefühl, war alles günstiger hier, ne? Ja. Da habe ich hier so einen Tortenheber geholt und so ein Tortenmesser, irgendwie 2 Euro. Ja, für Pikachu diese Leckerlis, aber die haben echt, also die stinken, haben wir eben gerade eins. Verschiedene Sorten, der eine hat jetzt so nach Fisch geworfen. Ja, eins hat gestunken. Da habe ich mir 2 Haarreif mitgenommen, je 1 Euro oder unter 1 Euro. Ja. Ich brauchte noch so einen neuen Tesafilm. Wie nennt man die? Tesa-Rolle. Ja, und dann haben wir noch so Knoppers-Nachmache für 1,29 Euro. 10 Stück, also echt günstig. Und dann habe ich noch, wie nennen die sich denn hier? Duftwachs. Genau, Duftwachs. Ne? Ich habe hier so ein Wachsdinger, wo man unten ein Teelicht reinmacht und dann kann man diese Wachsdinger da oben machen. Warum isst ihr das nicht? Esst mal. Lecker. Und die Kinder waren dann noch mal draußen. Emin und ich sind dann einkaufen gefahren. Habt ihr ja gerade den Haul gesehen. Wir waren bei Action und bei Lidl, weil wir eigentlich nur Kaffee wollten und haben dann noch ein paar Kleinigkeiten geholt. So, und jetzt zeige ich euch die Roomtour. Oh.
Also hier, das unser Bungalow, hier ist das Schlafzimmer. Also hier haben wir ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten aneinander. Hier gibt es auch ein Babybett, Babygestell. Genau, so einen richtigen Schrank gibt es nicht, sondern hier diese Ablage. Und das reicht uns aus. So, dann gehen wir mal weiter. Das ist das Wohnzimmer. Also wir haben echt einen großen Wohn-Essbereich. Die Couch, die nervt ein bisschen, weil wenn man sich hinsetzt, dann gehen manchmal die Kissen hier flöten, weil die hier so auseinander sind. Ja, das ist ein bisschen nervig. Ansonsten haben wir hier sehr viel Platz. Einen Kamin haben wir hier. Und es ist auch schön warm, kann man natürlich einstellen. Auf jeden Fall von allen Freizeitparks besuchen das größte Haus. Ja, ist auf jeden Fall groß. Ist auch Platz für 6 Personen. Ist noch ein Zimmer, zeige ich euch gleich. Ja, hier haben wir eine schöne Aussicht. Unsere Terrasse. Hier haben wir direkt einen kleinen See vor unserem Bungalow. Und hier ist unsere Außenterrasse. Die haben wir jetzt nicht benutzt, weil es ist nicht so krass warm. Genau, hier unser... Unser Kaminexperte. Oh nein. Gestern hat sie schon ein Feuerchen gemacht. Was ist los? Was hast du vergessen? Ibuprofen, ey. Ich habe doch Ibus mit. Ja, aber wir sind ja in Holland und ich wollte ja welche kaufen. Ach so, okay. Aber da sind ja welche mit. Ja, hier hängt unsere Wäsche zum Trocknen. Heute vom Schwimmen. Ah, Ermin hat Feuerholz gesammelt, was man ja eigentlich nicht darf, ne? Also man darf eigentlich dieses Holz nicht als Brennholz benutzen, sondern muss hier vom Supermarkt kaufen. Weil wir die für Holz verlangen, ist ja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir eine schöne Aussicht und ich muss euch gleich mal ein Video zeigen, was heute Morgen hier stattgefunden hat. Also es war so witzig. Pikachu mit den Schwänen. Ja, zeige ich euch gleich das Video. Ja, hier haben wir die Küche, unser Esstisch. Ja, wir haben auch so einiges mitgenommen von zu Hause. Chips und Süßes, unser Sandwich-Toaster haben wir mitgenommen. Hier haben wir auch eine Spülmaschine. Ich mache mal eben Licht an, dann könnt ihr mal sehen, was es hier so alles gibt. Also auf jeden Fall eine Spülmaschine und dann natürlich ganz normal ausgestattet mit allem drum und dran, was man so braucht. Na, Teller, Geschirr, Besteck ist alles da, was man zum Kochen braucht. Töpfe, Pfannen. Ein Toaster ist auch hier, ein Wasserkocher ist hier und eine Kaffeemaschine, nur dass ihr Bescheid wisst, ne? Kaffeemaschine seht ihr hier, Toaster und Wasserkocher. Ja, so sieht's aus und Dunstabzugshaube haben wir hier noch, eine Mikrowelle mit Backofenfunktion und dann haben wir noch einen großen Kühlschrank, der rappelvoll ist natürlich, ne? Nikis rappelvoller Kühlschrank, wie immer. Ja, hier habe ich noch ein bisschen was probiert. Dann haben wir hier, wie gesagt, den Esstisch für 6 Personen. Ach ja, und es gibt ja immer so eine Abstellkammer mit so Reinigungszeugs. Hier haben wir zum Beispiel den Staubsauger, der war da drin. Und die der Wäscheständer. Diesen Abstellraum, den hat man normalerweise immer im Bungalow. Aber hier haben wir den außerhalb. Das ist ganz gut, weil somit hat man hier drinnen mehr Platz. So, und jetzt zeige ich euch mal, hier ist dieses eine Zimmer, was zu viel ist, weil, wie gesagt, 6 Personen können hier hausen. Hier haben wir so ein Etagenbett. Und es ist so schön ruhig. Und man kann, also wir haben die Bungalow-Nummer 460. Huch, sorry. 460. Man kann auch direkt hier vorparken. Das ist ganz gut, weil beim letzten Center Parks mussten wir das Auto ein bisschen weiter weg parken. Genau, das ist das eine Zimmer, was wir nicht nutzen. Unser Schlafzimmer habt ihr ja schon gesehen. Und dann geht man hier raus. Hier ist unser Flur. Und hier haben wir ein Kinderzimmer mit 2 Betten. Hier ist meine Pappnase. Meine Pappnase. Und sein Freund Alessio. So, und dann haben wir hier die Toilette. Die Toilette ist mit einem Waschbecken, separat von der Dusche und dem anderen Waschbecken. Also hier hat man nochmal ein Waschbecken und hier kann man sein Zeugs lagern.
Und hier hat man nochmal eine Dusche und das sieht doch schön neu gemacht aus. Also nicht so alt auf jeden Fall. Genau, und man bekommt hier so Armbänder. Mit diesen Bändern kann man zum Beispiel zum Schwimmbad oder seinen Spind öffnen und wieder zumachen. Und damit öffnet man auch hier die Außentür. Hält man so dran und dann kann man die Tür öffnen. Also es gibt hier keine Schlüssel. Ja, so sieht es hier aus. Ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Leider haben wir es nicht so warm. Wir haben so 14, 15 Grad. Aber ja, das ist okay. Ist auf jeden Fall schön warm hier drin. Hey. So ihr Lieben, wir haben jetzt abends, ich glaube so 19 Uhr. Und wir sind hier im Dome Market. Also hier spielt sich so alles ab. Das ist dieser Innenbereich, wo auch die Animation ist. Die Essensläden, Bowling. Und hier gibt es dieses Game Town. Kennt ihr vielleicht auch von meinen anderen Vlogs. Da kann man sein Geld in den Mülleimer schmeißen. Genau. Nee, ich wollte sagen, Moment, weil wir haben noch die Karten. Da kann man diese Karten aufladen an den Geräten da vorne. Ich glaube 16, 28 und 50 Euro. Wir haben den jetzt 27 Euro aufgefüllt und also jetzt halten wir mal fest, 60 Euro für die Mülltonne. Und jetzt können die hier diesen Mist spielen. Das ist schon geil. Also die können halt zocken, ne? Kriegen auch so einen kleinen Gewinn, aber ist natürlich trotzdem rausgeschmissenes Geld. Ja, so, aber wenn ich klein wäre, hätte ich es genauso gemacht. So, was machen wir jetzt? Ich weiß, was ich mache. Du auch? Du gehst dich massieren. Ja, ich lass mich jetzt massieren. Hier schmeißt man 2 Euro rein und lässt sich schön massieren. Das habe ich jetzt echt bitter nötig, muss ich sagen. Das habe ich bitter nötig. Oh, ist das dunkel hier. Oh, ich habe gerade noch schnell geduscht. Chlor weg. Ja, 10 ja. Minuten, 2 Euro. Ich hoffe, das funktioniert. Oh, ich habe 2 Euro. Ja, ich denke mal schon, dass das funktioniert. Ich ziehe meine Jacke aus. Ja, da ist jetzt eine 10 für die 10 Minuten. Ja, aber tut sich nichts. Ah doch, jetzt ganz leicht fängt es an. Der steigert sich bestimmt, der gute Hengst. Ja, oh, voll gut. Ja? Ja, oh. Oh. Geil. Wow, Schatz, der ist geil. So einen hätte meine Mama haben müssen. Weil meine Mama hat einen Massagestuhl, aber die möchte den nicht mal haben. Aber der vibriert nur. Das ist eher gesagt ein Vibrationsstuhl. Und der massiert so richtig mit so. Mit so Kugeln, ne? Kugeln, ja. Wie ist der Stuhl an sich so? Ach, schön. Schön. Auch eine Massage oder was? So, ich check jetzt mal ab, was die Jungs machen, ne? Okay. 48. Sehr gut. Kriegst du jetzt hier Credits? Es geht noch weiter. Ah, du hast genug Punkte dafür, dass es weitergeht. Sauber. Hey, so will ich? 11. Ich mach gleich auch. Einfach dieses Jahr. Und was ist das hier? Einfach so eine Glücksspirale? Ja. Credits gewinnen. 200. 75. Ah! Oh. 20. Fast komplett Arschritz, aber ging noch. Wie viel? 40. 40 Credits noch. Okay. Nee. Hallo. Was machst du hier gerade? Du hast
Hast du wieder Chips rausgezogen ohne Ende, oder was? Insert coin to continue. Was du machst, ist eigentlich gut gemacht. Also ich habe echt das Gefühl, bei dem da hinten sind die Gewinne besser.